Im Folgenden hören Sie ein Gespräch von Professor Bobletter mit Frau Professor Erika Krämer anlässlich ihres 90. Geburtstages, aufgenommen im Gebäude der Chemischen Institute der Universität Innsbruck im September 1990. Sie haben in Berlin Chemie und Physik studiert. Da hatten Sie Gelegenheit, bei sehr bedeutenden Forschern und einer ganzen Reihe von Nobelpreisträgern lernen zu dürfen. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, das stimmt. Meine erste Vorlesung in Chemie, und zwar war das eine Vorlesung über die Einführung in die anorganische Experimentalchemie, habe ich von Nernst gehört, der ein Nobelpreisträger der Physik war. Ich habe dann im selben Institut bei Bodenstein, der der Nachfolger von Nernst auf dem Lehrstuhl für physikalische Chemie war, meine Doktorarbeit gemacht, die über das Chlorknallgas ging. Dabei wurden auch die stationären und nicht stationären Ketten ventiliert, und wir haben über ganz besondere Dinge, wie zum Beispiel die Kettenverzweigung, haben wir auch diskutiert, und die sind dort auch festgelegt bereits im Jahre 27. Ich habe dann bei Haber in Technologie die Prüfung gemacht, war nach dem Doktor kurze Zeit im Haberschen Institut bei Bonhoeffer, ging dann zu Georg von Hebbeschli nach Freiburg, und als ich von Freiburg wiederkam, ging ich wieder ins Haberschen Institut und arbeitete bei Polanyi. Ganz für später, nach einer gewissen Pause, war ich auch wieder am KWI, und zwar am KWI für Physik, dessen Direktor Professor De Bay war. Schließlich war die schönste Zeit, war ja die bei Otto Hahn. Da war ich gerade im Jahre 37, 38, wo Hahn seine große Entdeckung machte. Gehörten Sie tatsächlich zu der Arbeitsgruppe, die sich mit der Uranspaltung befasste? Ja, etwas entfernt gehörte ich auch zu dieser Gruppe. Aber meine eigentliche Aufgabe war damals, den Senfner-Effekt zu untersuchen, und ich konnte diesen Effekt, der bei der Emaniermethode auftritt, auch erklären. Später habe ich dann noch eine Arbeit gemeinsam mit Flücke über Adsorption gemacht. Hier schließt sich jetzt dieses neue große Arbeitsgebiet der Katalyse an. Wodurch wurde Ihr Interesse an der Katalyse überhaupt geweckt? Arbeitet. Kommt irgendwie mit der Katalyse in Berührung. Ich bekam es zum Beispiel schon bei meiner Doktorarbeit. Da war es freilich eher eine negative Katalyse, da war es eine Hemmung. Die Chlorknallgasreaktion wird sehr stark gehemmt durch Sauerstoff und durch Wandeinflüsse. Später kam ich dann zu Hebbeschli, an den ich durch Polanyi empfohlen war und der jemanden suchte, der katalytisch zu arbeiten bereit war. Ich habe dann auf seinen Wunsch die Katalyse bei seltenen Erden untersucht. Er vermutete da einen Unterschied in den Ordnungszahlen, den ich aber nicht finden konnte. Bei der Reaktion, die wir untersuchten, das war die Oxidation des Alkohols, die zeigte gar keine Unterschiede, alle seltenen Erden haben sich gleich verhalten. Aber wir haben dann die dritte Gruppe noch einbezogen, und dabei trat dann der merkwürdige Kompensationseffekt auf.
Sie erwähnten einmal, dass Bodenstein zur Katalyse eine sehr spezielle Meinung hatte. Ja, er fand, dass die Katalyse nicht ein eigenes Fach sei oder eine eigene Disziplin, sondern er sagte, von der kann man nur sagen, was man noch nicht erklären kann, das sieht man als Katalyse an. Und er hat eigentlich auch recht behalten, der Fortschritt in der Forschung hat immer wieder gezeigt, dass man auch die Katalyse in gewissen Fällen erklären kann und dass sie nur eine Art der Reaktionskinetik ist. Sie haben bereits erwähnt, dass Sie diesen Kompensationseffekt gefunden haben. Können Sie dazu noch etwas Detaillierteres ausdrücken? Ja, mir fiel bei meinen Messungen auf, dass es eine formelmäßig beschreibbare Abhängigkeit zwischen der Aktivierungswärme und der Aktivität des Katalysators, der katalysierten Reaktion gibt. Das bezieht sich auf die Buchstaben A und Q in der Arrhenius'schen Gleichung und dass diese Beziehung öfters auch bei anderen Leuten schon aufgetreten ist. Ich habe diese Mitteilung dann an Schwab weitergegeben und es ist auch eine kleine Erklärung von uns darüber gemacht worden. Die Erklärung hielt der Schwab für sehr wichtig und er hielt überhaupt den Kompensationseffekt für sehr wichtig. Aber es hat sich herausgestellt, dass es doch eine etwas komplizierte Sache ist, die von Überlagerungen kommt. Und ich war von vornherein skeptisch und habe wenigstens in den Titel unserer Arbeit noch eingefügt über eine mögliche Erklärung. Denn es war mir schon damals klar, dass es nicht die Erklärung war. In einer Ihrer Vorlesungen haben Sie einmal erwähnt, dass eigentlich schon Constable diesen Effekt gefunden hat, aber Sie es zuerst noch nicht wussten. Ja, das ist richtig. Ich habe es nicht gewusst, aber ich war nicht der Erste und es gab auch Arbeiten von Grimm und Schwamberger, die in dieser Weise ausgewertet werden konnten. Also das war ganz bestimmt schon mehrmals entdeckt worden, aber es ist also erst nach sehr langer Zeit eigentlich aufgeklärt worden. Es sind Überlagerungen von verschiedenen Reaktionen, die sich so äußern, dass man eine so anscheinend einfache Beziehung findet. Interessant ist auch, dass Sie verhältnismäßig früh mit Arbeiten begonnen haben, bei denen Deuterium verwendet wurde. Wie kam es dazu? Die Arbeit mit Deuterium waren mit Polanyi. Die waren dann in Dahlem gemacht. Nun, das Deuterium war nun mal erfunden, das war gefunden, könnte man vielleicht besser sagen. Es gab es ja in der Natur. Und dieses Deuterium zu untersuchen, war selbstverständlich ein Anliegen jedes Kinetikers. Es war doch einfach theoretisch interessant, ob sich schweres Wasser kinetisch anders verhält als leichtes Wasser. Und dem gingen wir nach. Wir hatten rein wissenschaftliche Interessen dabei. Woher hatten Sie damals eigentlich das Deuterium schon erhalten? Ja, Sie denken dabei an ein konzentriertes Deuterium. Das hatten wir natürlich nicht. Wir hatten Deuterium nur angereichert. Und angereichertes Deuterium können Sie bekommen, das können Sie sich selber machen, durch Destillation von flüssigem Wasserstoff. Das hatten wir Anfang der 30er Jahre. Am Ende, 1939-40, da gab es dann schon angereicherte Laugen von Elektrolyten. Und da haben wir auch mal eine größere Untersuchung gemacht und haben diese verschiedenen Elektrolytlauten auf Deuterium untersucht. Da waren schon ganz erhebliche Konzentrationen von Deuterium drin. Die eigentlich schon so frühzeitig dazu, die Tunneltheorie für die Hydrierung zu erwähnen. Den Tunneleffekt rechnerisch gefunden hatte, war es selbstverständlich für jeden Kinetiker äußerst spannend
und eine Aufgabe, diesen Effekt auch wirklich in der Reaktionskinetik auffinden zu können. Sie hatten damals gerade eine Arbeit bei Polane mit Styrol und hier war offenbar das Thema sehr aktuell. Ja, natürlich. Ich war damals überhaupt Mitarbeiterin von Polane und das Thema gestellt und auch die Reaktion ausgesucht, an der man es prüfen konnte, hatte Polane. Ich war also hier nur unter seiner Leitung. Dass wir damals nichts Positives herausbringen konnten, lag teilweise an sehr schlechten experimentellen Bedingungen, die wir hatten. Aber schließlich kamen auch die Ereignisse von 1933 dann dazwischen, die unsere Arbeitsgemeinschaft auflösten. Es wäre interessant, von Ihnen eine Beschreibung der Persönlichkeiten Schwab, Polane und Hevesi zu hören. Ja, das sind Leute, mit denen ich zusammen publiziert habe. Bei Schwab ist es allerdings so, dass ich nicht mit ihm in einem Laboratorium gearbeitet habe, dass ich keine Experimentalarbeit mit ihm zusammen gemacht habe, sondern dass die kleine Notiz, die wir damals machten, auf einem brieflichen Gedankenaustausch beruhte. Schwab war selbst von Haus aus Anorganiker. Er hat in anorganischer Chemie bei Riesenfeld doktoriert, hat sich aber von sehr früher Zeit an sehr um Katalyse gekümmert und hat viel beigetragen zur Vermehrung des Wissens im deutschsprachigen Raum, dadurch, dass er Handbücher, Handbuchartikel geschrieben hat und auch Lehrbücher geschrieben hat und eine Reihe von Originalarbeiten gemacht hat. Das Handbuch für Katalyse ist ja ein besonderer Markstein gewesen in seiner wissenschaftlich-schriftstellerischen Tätigkeit. Ja, selbstverständlich. Er hatte sogar den Spitznamen Papst der Katalyse zu heißen. Und das hat er sehr gerne angenommen. Er war zunächst in München, ich glaube, vorher noch eine kurze Zeit in Würzburg. Dann ging er nach Griechenland so etwa um 38 und war von 38 bis 45 in Griechenland teilweise in der Industrie und teilweise auch an der Hochschule tätig. Er gab dabei ein Handbuch der Katalyse heraus, das eben Bodenstein etwas mit seiner Bemerkung, dass das keine eigene Disziplin ist, angegriffen hat, das aber sich großer Beliebtheit erfreute. Auch er erfreute sich großer Beliebtheit bei allen Schülern. Er hatte eine sehr große Zahl von Schülern. Man sprach sogar von einem Heer von Dissertanten, das er hätte. Ich habe sie nicht gezählt, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls war er ein sehr aktiver und sehr beliebter Lehrer. Polane übergehen, was könnten Sie hier sagen? Denker, der hatte einen bewunderungswürdigen Verstand und war immer sehr schnell in neuen Gedanken, wechselte auch immer wieder seine Themen. Er blieb nicht beim selben, manchmal war das sogar nicht ganz angenehm für die Mitarbeiter. Wenn man gerade sich in etwas eingearbeitet hatte, dann hatte er schon wieder einen neuen Gedanken und man musste schon wieder zu etwas anderem übergehen. Er war aber ein sehr anregender Chef, bei dem man sehr viel gelernt hat, namentlich einer, der sich mit allen seinen Mitarbeitern abgegeben hat und mit ihnen persönlich diskutierte. Er hat ja eine große Reihe von Fächern befruchtet.
Ja, das gehört auch einfach zu ihm, möchte ich sagen. Er begann mit der Medizin, ging dann über zur physikalischen Chemie, machte dort ganz bedeutende Arbeiten, wechselte aber dann gegen Ende seines Lebens, allerdings im Zusammenhang mit seiner Emigration nach England, zur Nationalökonomie und Philosophie über. In allen Fächern hat er wirklich Großartiges geleistet und war eine ganz bewunderungswürdige Forschergestalt. Auch Hevesi kam wie Polanyi eigentlich aus Ungarn. Ja, Hevesi und Polanyi hängen insofern zusammen, als sie beide ungarische Emigranten waren. Und sie gehörten zu einer Gruppe von besonders begabten, namentlich mathematisch besonders begabten jungen Ungarn, die nach Österreich und nach Deutschland kamen und die man als das ungarische Wunder bezeichnet hatte, weil diese Anhäufung wirklich sehr merkwürdig war. Sie waren bei Hevesi, als er gerade mit einer ganz entscheidenden Arbeitsrichtung begonnen hatte. Ja, das ist richtig. Meine Zeit bei Hevesi fällt in die Zeit, wo er anfing, die Sachen zu machen, die ihm dann den Nobelpreis eintrugen, nämlich mit radioaktiv induzierten Substanzen medizinische Fragen zu lösen. Und er hatte damals einen Mitarbeiter, Herr Dr. Bilz, der mit mir im selben Raum arbeitete, und der hatte die Aufgabe, radioaktive, vergiftet durch Bleiisotopen, durch radioaktive Bleiisotopen vergiftete Mäuse zu untersuchen. Ich durfte ihm sogar manchmal bei diesen Arbeiten helfen bzw. ihn vertreten, wenn er gerade nicht da war, eine fällige Messung zu machen. So kam ich entfernt auch mit diesem Problem in Berührung, wobei das nicht meine eigentliche Arbeit war. Sie war aber doch sehr viel interessanter als das, was mir Hevesi zugeteilt hatte, nämlich die Untersuchung der Dampfdrucke von Zirkon- und Hafniumsulfaten. Sie haben in Ihrer Vorlesung öfters erwähnt, wie Hevesi den Dr. Bilz nach dem Zustand seiner Mäuse gefragt hat. Ja, das ist richtig. Da kam er fast jeden Tag herein mit der Frage, die mir noch im Ohr liegt: Herr Dr. Bilz, was machen die Mäuse? Könnte man vielleicht zusammenfassend noch ein bisschen Ihre Eindrücke schildern, die Sie mit diesen drei genannten großen Chemikern erlebt haben? Ja, sie waren sehr verschieden und sie waren auch sehr verschieden in der Einstellung zur Wissenschaft. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon etwas erwähnt. Es war Schwab derjenige, der ein ganz bestimmtes Spezialgebiet sehr konsequent sein ganzes Leben lang durchgeführt hatte. Es war Polanyi, derjenige, der sprunghaft war, der plötzlich wieder neue Ideen hatte. Ja, wir haben angefangen mit einem optischen Effekt. Dann sind wir zum Tunneleffekt übergegangen, dann sind wir übergegangen zu der Umwandlung von Ortho- und Parawasserstoff im festen Zustande. Sie sehen also in einer kurzen Zeit mehrere Themen, alle mit Publikationen. Das war Polanyi. Und Hevesi, der lag dazwischen. Der war zwar auch vielseitig, hat aber sehr ausgewählt. Er hat manche Dinge einfach nicht mehr verfolgt, die ihm nicht wichtig erschienen, hat aber die wichtigen herausgepickt und hat mit denen sehr große Erfolge erzielt. Er war vielleicht doch der vorbildlichste unter diesen drei in seiner Arbeit.
Und er hat das ja auch zum Nobelpreis gemacht. Wodurch wurde das Interesse an der Adsorption angeregt? Adsorption und Katalyse hängen eng zusammen. In den meisten Fällen ist die Adsorption ein notwendiger Reaktionsschritt bei der heterogenen Katalyse. Und insofern war es eigentlich selbstverständlich, dass man sich auch mit Adsorption beschäftigen musste. Es gab zu meiner Zeit hauptsächlich zwei Formeln, die für diese Berechnung der einzelnen zur Katalyse gehörigen Reaktion, also der Adsorption, gebraucht wurden. Das eine war die Formel von Langmuir und die andere, das war die sogenannte Potenzformel oder das Potenzgesetz, das nach Freundlich benannt wurde, obwohl es schon lange vor Freundlich auch schon praktisch in Verwendung war. Ich wollte diese beiden unter einen Hut bringen, was mir bis zu einem gewissen Maße auch geglückt ist. Die großen Erfolge in der Chromatographie sind inzwischen weltbekannt. Was hat Sie zu dieser Arbeitsrichtung angeregt? Was war die Motivation für diese Arbeit? Das hängt natürlich auch wieder mit der Adsorption zusammen. Denn die Adsorptionschromatographie ist ja sicher in der Analytik die bedeutendste Anwendung von der Adsorption. Da macht man einen wirklich sehr wichtigen Gebrauch davon. Infolgedessen schien es mir interessant, sich um die Adsorption und um die Adsorptionschromatographie etwas zu kümmern. Es hat mich ganz besonders interessiert, wie der Zusammenhang zwischen der Durchbruchszeit und der Adsorptionsenergie ist. Diesen Zusammenhang konnte man aus theoretischen Überlegungen entnehmen und es zeigte sich auch bald, dass man es auch praktisch, oder jedenfalls zeigten zunächst die Abschätzungen, theoretische Abschätzungen, dass es praktisch möglich sein müsste, besonders im Gasraum, sehr kleine Unterschiede zwischen den Adsorptionsenergien, das heißt auch sehr kleine Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Substanzen auf den chromatographischen Wege bestimmen zu können. Ich habe dann mit einem Mitarbeiter, den Herrn Fritz Prior, angefangen, zunächst Vorversuche zu machen, und bereits die einfachen Versuche der Trennung von Luft und Kohlensäure zeigten, dass eine sehr scharfe Trennung dieser Substanzen und eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Adsorptionsenergien oder beziehungsweise der Durchbruchszeiten möglich war, sodass die Hoffnung bestand, eine Mikrometode damit durchzuführen. Ein besonderer Anstoß kam dann durch die Katalyse selbst, indem es interessant wurde, die schwer trennbaren Substanzen Acetylen und Ethylen voneinander zu trennen. Wir versuchten dann das auch zu machen und es gelang uns, damit eigentlich die erste mikroanalytische auswertbare Trennung auf chromatographischen Wege. Also, das war sozusagen die Geburtsstunde der Gaschromatographie. Wie ist eigentlich in Ihrer Vergangenheit die wissenschaftliche Situation zu beurteilen, von Ihrem Blickpunkt aus? Was hat Ihnen am meisten Freude gemacht und welche Arbeiten halten Sie für die wichtigsten in Ihrer großen wissenschaftlichen Karriere? Es hat mir eigentlich immer Freude gemacht, ein wissenschaftliches Problem zu lösen. Ich habe sehr gern wissenschaftlich gearbeitet und war dankbar, dass es in meiner Generation möglich war, dass man das als Frau auch tun durfte.
Ich möchte eigentlich hier den goethischen Satz zitieren. Mit der Wissenschaft ist es genau so, wie Goethe es ganz allgemein vom Menschenleben sagt. Und wo ihr es packt, da ist es interessant. Wenn ich die Frage so verstehen darf, was hat das meiste Echo hervorgerufen von Ihren Arbeiten? Welche Arbeiten sind am meisten zitiert und für gut gehalten worden? Dann möchte ich da als erstes die Doktorarbeit nennen und am Schluss natürlich auch die ersten Arbeiten über die Gastroenterologie.